Hallo, schönen guten Tag. So, ich verfolge mal eben kurz ein paar Quests. Cam geht gleich wieder an, keine Sorge. Was haben wir denn da? Achso, das ist... 600 Stunden, Bischwasch. Game Room, Action cool. Toy Selection, Fun Toys. Ich sag dir. Craft Chemistry Station. Okay. Müssten wir eigentlich nochmal machen, ne? So, jetzt bauen wir erstmal den Strom um. Beaker, Burning Barrel, Cooking Pot, komm. So, das bedeutet. Burning Barrel, Forged Iron Wood. Das mache ich mal eben. Aber wie ihr nichts dazu gesagt habt, ob euch das jetzt gefällt mit dem. Naja, okay. Beaker. Wir hatten noch Beaker über, so viele. Ist jemand die Idee, wo Beaker drin liegen könnten? Da, okay. Cooking Pot haben wir auch gerade nichts sagen, ne? Oder haben wir hier noch welche über? Nee. Was geht da oben ab? Iron Clay. Ah, die Antenne. Okay. 106. Ich finde, du solltest in diesen Momenten einfach die nur einblenden, wenn kein Pause macht. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Über was läuft euer Server? Kannst du mir eine bessere Seite als Nitrado empfehlen? Jeder. Seit 14 Tagen, 7 Days to Die, hab ca. 100 Spielstunden. Mein Server Nitrado kackt immer ab. Finde in Google nichts Anständiges und mir gefällt der neue Button sehr gut, Schleimstein. Ja, ich kann dir auf alle Fälle was Besseres empfehlen. Yoshi, spiel einfach bei Asak auf dem Rechner. Das ist top. Also, das spielen das wir momentan so nicht gerade. Das ist so gemein. Das ist gemein. Ja, du könntest noch zu G-Portal höchstens jetzt mal wechseln. Ja. Aber so Rubberbanding kennen die alle, ne? Also so von der Idee her. Also das mit dem Problem kämpfen sie halt alle irgendwie mal ein bisschen. Ich hab doch jetzt hier aber alles, oder nicht? Gucken. Ach, ich brauche 3 Gucken-Pots. Okay. Gucken-Pots. Hat er teure Vorteile? Wie welcher teure? Das hat Vorteile. Für manche jedenfalls. Ich bin auch am Überlegen. Chemistry Station, Short Iron Pipe, Crafted and Workbench. Jetzt müsste aber gehen, ne? Chemistry Station. Ach, da habe ich noch gar keine Skillpunkte drin. Okay. Chemistry Station. Dafür brauche ich Science 7. Science 7. Ach du Schande. Okay. Ja, dann kriege ich die. Dann kriege ich die aber auch nicht voll, ne? Das ist ja doof. Die, boah, jetzt habe ich doch geraucht mit Cam und Scheiß. Ich habe die zwischendurch angemacht und jetzt habe ich total vergessen, wie das hier ist. Das ist ärgerlich. Also dieser Kinder, rauchen ist dämlich. Ja. So, wollte ich nur so sagen. Sich erwischen lassen ist dämlich. Nee, beides. Ja, ich krieg die Skillpunkte ja. Naja, so viel krieg ich nicht wieder. Ne? Das kostet 9 Punkte. Ich glaube, ich spare mir die Questreihe. Asak, fight the plug mit der Chemiestation, die hast du ja schon gemacht, ne? Nee, ich bin noch nicht ganz durch, glaube ich. Nee, aber dass du eine Chemiestation herstellen musst, das hast du schon gemacht, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Okay, falls nicht, ein paar Materialien findest du da jetzt schon mal. Okay. Wollte ich nur so gesagt haben. Um auf die Frage in welches Chat zu antworten,
China, ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette rauchend im Mund gehabt. Richtig so. Da hast du auch nichts verpasst. Mich wirst du auch nicht mit Zigarette sehen, ich bin nicht Raucher. Zählt das? Oder ist es ja, das, ist das zu easy? Ja. Nee, das ist... das zählt, nee. Gut. Das klar zählt das. Kann ich die kombinieren oder kann ich die nicht? Du jetzt eigentlich noch einen Beaker oder nicht mehr? Ja. Was? Nee, ich habe ja fertig welche gefunden. Ich brauche sie sowieso gar nicht mehr. Das mit den Beakern hat sich komplett erledigt. Leider. So, okay, ich gebe dir gleich mal einen neuen Crossbow. Den kannst du bestimmt auch gebrauchen, bevor wir den Ausflug machen. Assemble, zang, zang, zang. Lan. Hier ich sortiere gerade eure Krimskramskiste überall ein. Achso, dreh dich mal um. Ich treppe hier einen. Hätte gefallen. Versuch mal so, dass jemand für dich die Chemiestation craftet, die Crafting laufen lässt und du an der Asrak? Ja? Könntest du mir einen kleinen Gefallen tun? Das ist vielleicht eine gute Idee. Was denn? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Warte mal, Wood, Short Iron Pipe, pass mal auf. Kannst du mal zur Werkbank kommen, wenn du in der Nähe bist? Gleich. Oder? Ich bin noch im Garten, bin gleich da. Ach so. Mhm. Na? Das könnte sein. Vielleicht geht das auch nicht. Ich komme. Der neue Boden ist wirklich etwas hell, ja, dann können wir ja mal gucken, was wir damit machen. So, was denn? Ich habe diese Quest mit der Chemiestation, dass ich eine craften muss. Ne? Ich müsste jetzt wahnsinnig, erstmal habe ich gerade gar nicht so viele Skillpunkte, aber ich müsste erstmal 30 Punkte in Science reindrücken und dann nochmal 10 für die Chemiestation. Und jetzt kam eben der Vorschlag, vielleicht funktioniert es ja, dass... die braucht ja eine Minute oder zwei zum Herstellen. Ne? Ja. Wenn du die anfängst, in der Workbench zu bauen, vielleicht muss ich dann ja nur dran stehen, wenn sie fertig wird. Das war ja damals mal so, wenn du Stahläxte produziert hast oder sowas in der Workbench, dass du den Skillpunkt nicht fürs Herstellen, sondern fürs drauf warten, in dem Augenblick, wo es fertig wird, bekommst. Ich habe alle Materialien liegen hier schon in der Workbench. Warum machst du es dann nicht? Ich meine... Weil du die Skillpunkte nicht... Ich habe die Skillpunkte nicht. Ich bräuchte 50 Skillpunkte nur alleine, um mich so weit hochzuleveln, um überhaupt eine herstellen zu können, weißt du? Chemiestation, okay. Ja, die normale Chemistry Station. Da. Ja. Okay, und jetzt? Wenn die fertig ist, stellst du sie her? Die soll ich jetzt hier in der Werkbank machen. Ja. Okay. Und dann gehe ich sofort ran und bleib einfach mal so lange drin, bis sie fertig ist, in der Hoffnung, dass das dann für mich zählt. Und wenn nicht, haben wir zwei Beaker verloren, das ist eigentlich auch egal. Jo, alles klar. Da ist jetzt nicht so viel Material Achtung drin. Und läuft. Beaker können wir uns ja mit Last immer wieder herstellen. Geh rein. Ja, bin drin. Gut, ich gehe mal... Oh, die geht ja wirklich schnell. Ja. Ja, das hat gezählt! Wie geil! Echt? Ja! Tazuo, sehr geil. Geiler Trick. Sehr gut. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Ja, weil jetzt kann ich mich Sonnenblumenöl gathern und Homemade Pestizid Spray und Natural Pestizide und sowas. Das ist ja cool. Das ist ein Megatrick. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist eine sehr geile Idee. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht so, nee, das geht nicht. Golden Rod Flower und 5 Plantfire war brauche ich, ja. Dann mal Golden Rod und Plantfire. Plantfire haben wir hier. Golden Rod haben wir da bestimmt auch irgendwo, ne? Vielleicht ein Saatgut. Haben wir irgendwo Golden Rod angepflanzt? Oder haben wir hier noch eine Pflanze? Ah, hier haben wir noch eine. Ich brauche noch eine. Ich leih mir mal eben eine.
Natural Pesticides, guck. So, ich das ist richtig geil. Ja, das ist eine coole Sache. Haben wir noch Sonnenblumenöl? Vielleicht muss ja, ich dir ja noch offen. Ja, haben wir. Das haben wir. Guck gerade, im Kühlschrank ist es, glaube ich, nicht. Doch, im Kühlschrank müsste es sein, glaube ich. Wie oder bei Samen. So. Nee, Seed haben wir, aber kein Öl. Naja, dann nehme ich die Seed hier. Kann ich ja auch nehmen. Sunflower. Nach oben im Kühlschrank? Oben das dritte? Okay. Vielleicht reicht es ja, wenn ich sie aufnehme. Ah, da. Ah ja, das reicht einfach, wenn ich sie aufnehme. Und Homemade Pesticide Spray. Homemade Pesticide Spray. Hattest du davon auch schon was hergestellt, Asrak? Ja, ist im Kühlschrank, eine volle Dose. Ich glaube, ich guck drüber hinweg. Oder hast du die vielleicht schon versprüht? Nee. Ach, in der Spraypump sind die drin, glaube ich. In der Spraypump, kann man die entladen? Weiß ich gar nicht. Ach, in der Spraypump sind 10 drin. Die sind in der Pumpe drin, sind die. Das ist ein Autoturret. Okay. Dann stelle ich nochmal welche her. Ja. 30 so. Locker. Wir haben tagsüber jetzt. Ja, ich bin auch... Wie sollen wir denn jetzt den Schützenturm einstellen wegen den Geiern? In welche Blickrichtung? Gar nicht. Weil der zersammelt uns auf dem Dach, der Shotgun-Turret. Deshalb sollte man den nicht aufstellen. Das hatte ich, war die Quintessenz und die hatte ich dir eigentlich auch gesagt. Der wird uns komplett kaputt schießen. Das ist keine gute Idee, den aufzustellen. Du kannst doch die Blickrichtung einstellen, dann schießt er nicht auf uns. Stellst du nach oben. Das bringt nichts. Der schießt nur einen ganz kleinen Winkel und der schafft keine 360 Grad und der kann uns auch... musst du gucken. Probier es aus. Ich würde es gerne probieren, ob es eine Hilfe ist. Mhm. Oh, es kann sein, dass der uns tötet, ne? Also, der hat halt einen großen Umkreis, ne? Mhm. Müssen wir halt so abzirkeln, dass wir nicht in dem Umkreis sind. So. Also, ich habe nochmal Insektenspray hier hergestellt. Nochmal 5 Gläser, die kann man dann so auch mal benutzen. So. Ich habe die falsche Munition mitgenommen. Das war natürlich scheiße. Das ist Forged Iron, Empty Can. Okay, Dosen. Gather Spring, Mechanical Parts. Ach, das geht ja fix hier. Mechanical Parts. Sag mal, Lan, unsere mechanischen Teile. Gibt es da jetzt eine andere Kiste, in der die sind voll drin liegen? Ja, und unter Ressourcen. Wir müssen unbedingt. Obere Ressourcenkiste. Hä? Dann. Der Schmied macht das doch, oder? Okay. Na gut, okay. Oder ist es die Drehbank? Das ist bestimmt so, die Drehbank. Keine Sprungfeder mehr? Nee, ne? Die packe ich da auch gerade rein. Bullet Casings. Ach komm, du hast echt eine Begabung, immer in den Kisten drin zu hängen, die man gerade und Press. Press. 9 Millimeter. 3 Kisten hintereinander, weißt du? Du schaffst das wirklich irgendwie. Joachim, ich weiß nicht, wie du das schaffst, Bits, aber... 9 Millimeter, okay. Ich guck gleich. Logisch, oder? Ich muss gleich gucken.
Außenrum? Was soll denn uns Shotgun-Turrets außenrum bringen? Die werden doch. Die sind in wenigen Sekunden zerlegt. Das bringt gar nichts. Vor allen Dingen bringen die nichts bei den Stormcrushern. Die Shotgun-Turrets. Die werden so umgenatzt von denen. Die kommen halt an und das war's, weißt du? Ich würde es einfach mal ausprobieren. Wenn es nichts ist, kommen sie wieder ab. Muss man ganz entspannt sehen. Ja, ich habe nur Angst, dass sie uns erschießen. Nein, also das ist nicht. Idee, ich fand die Idee auch erst sehr gut, aber wie gesagt, dann wurde halt erkannt, dass es eventuell schwierig sein könnte, doch. Und, naja, das passt schon. Wir schauen mal. Wir testen es einfach. Wir testen es einfach. Ja, wir sind da flexibel und testen. So, und mir wurde gerade gesagt, es sind 9 statt 10 mm. Also, ich würde jetzt ganz gerne mich auf den Weg machen in so ein Hochhaus. Wer kommt mit? Ich frage jetzt einfach mal. Ich komme mit. Ich mache nur die Türme jetzt schussfest. Jo, ich komme dann mit. So, alles klar. Ich habe die Anlage scharf gemacht und jetzt komme ich zurück. So, das müsste ja eigentlich noch rein. Obwohl, komm, ich will mal gucken. Wie viel haben wir denn davon noch? Sollte ich aber eigentlich noch aufsparen. Joachim, vielen Dank für den Hinweis. Ich hätte schon wieder die falsche Munition mitgenommen. Obwohl, nee, wir können die ja... Ja. Das. So, also, wo gehen wir hin? In die Shock Tower. Da können wir uns eigentlich eine Stadt aussuchen. Hauptsache, also die Gärtnerin ist nicht ist im Schussfeld. Die NPCs gelten alle als feindlich. Glaube ich. Okay. Da waren ja alle 3 Hochhäuser. Also da müssen wir nicht so weit fahren, weißt du? Das ist nicht so weit weg, hier links unten im Schnee. Alles klar. Ich krieg gerade gesagt, unsere NPCs gelten auch als feindlich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht, dass die umgerohrt werden. Oh! Das wäre unangenehm, ne? Das wäre unangenehm, genau. Ja. Deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen. Poggle Active, sehr schön. Reaper's Bout, hi! Die Whip brauche ich gerade mal nicht. Die packe ich. Nee, die nehme ich trotzdem mit. So, ich habe eine Wrench da. Ich habe Munition da. Achso, Eine Wrench bräuchte ich bitte mal noch. Jo, hier, bitteschön. Die repariere ich die nochmal eben kurz. Forge Steel, Sekunde. Kannst du meine SMG mal noch reparieren? Ja. Das noch pack die oben in die Waffenkiste rein. In die Munitionskiste meine ich. Eine SMG sehe ich nicht, ich sehe eine HK. Meine ich doch, die HK. Naja. Entschuldige. So, hier bitteschön, einmal die HK und deine Wrench. Vielen Dank. Jo. Okay, machen wir das auch. Zack, Stahl zurück so, und Pfeile trinken. Wo ist denn der Stoff hin? Ressourcen. Essen, trinken, alles gut. Dann ich nehme uns 21 Chili-Dosen mit. Trinken, die ne, können wir dann da irgendwie irgendwo hinpacken. 21 Chili-Dosen sollten erreichen, vielleicht irgendwie. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was essen. Ja. Und ich stelle jetzt schon mal 2 Kisten her, dass wir da dann Krams reinpacken können. Ne? Okay. So, sonst habe ich alles. Perfekt. Bin auch soweit. Okay, dann auf die Bikes und ab. Ich höre irgendwas kreischen. Jo. Nö, die hat sich schon ausgekreischt. Da gab's dicke Backen, okay. Achso, das eine Minibike müsstest du, das ist wahrscheinlich vom Sprit her leer. Müsstest du mal eben welches welchen mitnehmen.
Weil ich habe es ja frisch zusammengebaut. Wahrscheinlich. Ja, aber Benzin musst du immer dabei haben. Also wäre jedenfalls ganz gut. Hm. Und Repair Kits. Findest du in der Minibike-Kiste? Also Repair Kits habe ich jetzt gerade keine dabei. Das wird schon gehen. Boah, das wird schon gehen. Die Leitung sitzt in einem Spucker drauf. Gute Nacht, Aldur. Schlaf schön. Ah. Ich hatte einen Turm an und die Turret hat mir die NPCs alle umgehauen. Ach, ja, ist, ja, da müssen wir echt aufpassen. Echt übel. Obwohl man kann, ach nee, der Turret hat die Einstellung NPC nicht, ne? Der hat nur... Stranger, Wildtiere, ja. Zombies und Freunde. Ja, okay. Glaube ich. So, fahr mal einer vor, ich fahr nach. Jo, hier einfach mal durch den großen Wald. Einfach durch den Wald. Du siehst gar nichts mehr. Ach, übrigens habe ich einen Kommentar bekommen, dass man... Ich müsste leider mal nach dem Namen gucken. Ich habe die Datei jetzt gerade wieder nicht offen. Hm? Oder warte mal, habe ich? Was denn? Doch, habe ich. Ich mache das mal mit Passeur. Genau, ach, Nettison war das. Nettison musste bei seinen Obstbäumen bisher noch nie Wasser nachkippen. Okay. Im normalen grünen Biom. Jetzt weiß ich nicht, ob das einen Unterschied macht, weil wir im Grasland sind. In der Regel werte ich die Kommentare, die Nettison so von sich gibt, grundsätzlich als sehr zuverlässig. Also ja, das wird er auch ausprobiert haben. Es gibt ein natürliches Wachstum, aber du kannst, wenn du Wasser anbietest, sozusagen das beschleunigen. Ah, okay. Ja, dann wachsen sie schneller. Da ist ein Spinnenbau. Okay, und da sind Spinnen. Oh, ein Bär! Hier, du wolltest doch Spinnen. Hier sind Spinnen, jede Menge. Nein, ich muss weg. Ich dachte, du wolltest Spinnen. Ich habe Spinnen jetzt längst erledigt. Habe ich dir aber auch vorhin gesagt. Irgendwo. Ich habe hier einen Schaf. Oh, meine Güte. Ich fetten Bär hinter mir und am Stein hängen geblieben. Gottes Willen. Astrak? Ja, Moment. Nee, Spinnen habe ich doch. Ich habe mir einen Spinnenbiss eingehandelt. Spinnen. Ich hab mir doch so eine Spinnenröhre geschnappt, weißt du? Nein. Abends. Alter Schwede. Deshalb hat die auch gefragt, ob ich... Das scheiß Gras kommen? Deshalb hat die auch gefragt, ob man Spinnennetze aus Spinnen kann oder nicht. Weil ich das jetzt quasi bis dahin halt durch bin, ne? Nur so als Kontext nochmal. Fahren wir mit einem Laserschwert drauf und gut ist mit dem Bären. Ah ja, aber. So, und da ist das Spinnennetz. Triffst du nicht. Quest beendet. Musst du jetzt zurück wegen dem Bären, ne? Nee, scheiß drauf. Alles gut. Stirbst du da nicht automatisch schon? Nee, wieso sollte ich das? Deiner Zeit oder so? Nee. Das wäre mir. Weil du vergiftet bist. Nee, der macht mich nur langsamer. Gehen wir. Ja, ich bin schon angekommen. Ja, Lan, meine ich. Gerade das Hochhaus. Lan, komm, wir packen. Ja, ich muss zurück zu meinem Bike. Okay. Hier ist das Schaf übrigens, ne? Mäh. Mäh, mäh. Mäh, mäh. So, ist das hier oder ist das nicht? Das ist der Dishong Tower. Okay. Und wir waren in dem da drin. Im Dishong Tower war ich überhaupt im ganzen Spiel noch nicht bisher. Eingetütet. Nicht mal solo. Okay, dann gehen wir da jetzt rein. Nee, jetzt gehen wir erstmal zur Welt. Das ist ja der mit diesem Fensterputz außendings da. Richtig, ne? Genau. Mhm. Okay, warum habe ich das Skorpione sind nicht die einzigsten, die eine defekte Hitbox haben. Auch die Hyänen haben eine absolut beschissene Hitbox. Mit Pistolen oder mit Schusswaffen kannst du das direkt vergessen. Die bringen dich um. Dorn hat nämlich schon Tor Medikits gefunden. Das klingt auch gut. Mal gucken, ob wir da auch welche finden. Wir kommen jetzt auch zu dir. Ja, ich habe aber das Gefühl, bis ihr da seid, ist die Folge zu Ende.
Oder wenn ihr da seid. Ja, dann ist das so. Dann gehen wir frisch ans Werk. Dann gehen wir in der nächsten Folge frisch ans Werk, ja. Aber sowas von. Was kann man denn im Zoe-Salon finden? Ärger? Ich weiß es nicht. Meinst du? Ja. Da gibt's Ärger. Es sieht leer aus hier in dem Friseursalon. Das kann täuschen. Nee, hier ist keiner. Das ist ein ganz kleiner Raum. Alles klar, Bishop Osh. Ah, das kommt, wenn du im Chat liest. Alles klar, schlaf gut, Bishop Osh. Danke fürs... Da drüben ist er. Oh, ich höre so eine Rocker-Gang ankommen. Das gibt Ärger hier. Ja, jetzt hupen sie auch noch hier. Alles klar. Aber mal machen wir ein schönes Foto zu dritt hier mit dem Minibikes. Das ist doch schön, mal. Herz allerliebst. Nicht, was mauerst du denn da gleich schon wieder ein? Damit ich mein Bike sofort erkenne. So, okay sehr wir schön. Können. Wir können. Warte mal, dann stelle ich nochmal eben unsere Kisten hier auf. 1, 2, aufschließen. Dann packe ich da unser Essen mal rein. Profi. Ein bisschen Benzin packe ich rein, die Whip packe ich rein. Hast du Klamotten mit, die ein bisschen wärmen, lang? Ja. Weil. Okay, alles klar. Ja, dann passt er. Die Schautau. Attacke. Die Machete brauche ich nicht. Ach so, in einer neuen Folge, ihr Lieben. In einer neuen Folge, auf jeden Fall. Wir stehen vorm Dishon Tower und sehen uns nächste Folge. Bis dann. Tschüss.